Zweiter Wettkampftag bei den deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Paddling. Diesmal ging es auf die lange Strecke, heißt 10 Kilometer für die ambitionierten Racer und 6 in der etwas bequemeren Malibu-Klasse. Achtung, könnte ein bisschen wellig werden. Der Berliner Himmel präsentierte sich am Teglersee ungemütlich, wovon sich die Wassersportler aber naturgemäß wenig beeindrucken ließen. Beeindruckend war aber die Teilnehmerzahl. Rund 90 Sportler gingen in den verschiedenen Klassen an den Start. Vom Teenager bis zum über 60-jährigen Paddelveteran. Beim Long Distance kommt es mehr auf die Ausdauerleistung an, vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit so einem Kurzmarathon. Obwohl wir nur 10 Kilometer auf dem Wasser paddeln, ist es sicherlich eine andere Anstrengung als jetzt zu laufen. Und hier sehen wir auch, dass dann durchaus die älteren Semester sehr, sehr gut abschneiden und den Jungen noch ganz gut Paroli leisten können. Bei den Damen trennten die beiden Erstplatzierten denn auch nur wenige Meter, aber 40 Lebensjahre. Mit dem besseren Ende für die Jüngere, was aber nicht unbedingt am Altersunterschied lag. Wir hatten heute auch relativ viele Bojen, für einen Long Distance eigentlich sehr ungewöhnlich. Das hat mir auch sehr gelegen, weil ich sehr technisch, ja, ich bin halt nicht so groß und habe halt nicht so den Hebel wie vielleicht andere. Und darum liegen mir die technischen Manöver auch einfach mehr. Da habe ich auch viel trainiert für und ich trainiere viel auf dem offenen Meer, weswegen ich auch mit Welle und Wind und sowas gut klarkomme und ein bisschen Wind kam ja nachher auf. Das hat mir auch sehr in die Hände gespielt, sag ich mal. Zugegeben, das echte Aloha-Feeling kam im strömenden Regen wohl kaum auf. Dennoch, bei so viel Zuschauer- und auch Medieninteresse war die deutsche Meisterschaft im Stand-Up-Paddling ein voller Erfolg. Listen to the Mariachi play at midnight.